Schulhund Lunker im Einsatz. Ich hab mich gelernt. Hallo Leute. Oh Mann, hier ist ganz schön was los. Ich darf heute noch mal die Schulbank drücken und ich verstehe mein eigenes Wort kaum. Ich weiß aber, wer da helfen kann, nämlich ein Schulhund. Der kommt hier in die Klasse und bringt erstmal wieder Ruhe in das Chaos. So, jetzt aber mal leise hier. Ich habe eine Quizfrage für euch. Welches Kommando muss ein Schulhund können? Ist es Antwort A, bleib, oder ist es Antwort B, steh auf? Ihr hier kennt natürlich die Lösung, ihr dürft aber pst, nichts verraten, denn ihr zu Hause wollt natürlich mitraten und die Auflösung gibt's wie immer am Ende der Sendung. Jetzt habe ich aber erstmal ein paar tolle Infos für euch. Es gibt immer mehr Schulen in Deutschland, in denen Schulhunde zum Einsatz kommen. Sie begleiten ihre Herrchen und Frauchen, das sind in der Regel Lehrer an der Schule, auf den Pausenhof und ins Klassenzimmer. Dabei lernen die Schüler den richtigen Umgang mit Hunden kennen. Das ist toll für diejenigen, die kein Haustier haben. Viele Kinder freuen sich auf den vierbeinigen Mitschüler und gehen besonders gern zur Schule, wenn er da ist. Hunde jeder Rasse können Schulhund werden. Kontaktfreudig sollte der Vierbeiner sein und vor allem mit Lärm und vielen Menschen umgehen können. Auch wenn es mal turbulent ist, ein perfekter Schulhund bleibt gelassen. Er liebt Kinder, wird aber niemals aufdringlich. Ich bin hier mit Frau Hösel und ihrer Schulhündin Lunker verabredet. Und da ist auch schon die Lunker. Hallo Lunker, komm mal her. Oppala. Ja, danke schön. Hallo, oh. Anna. Hallo Frau Hösel. Oh, eine Maus und da ist was drin. Ich ahne es schon. Ein Leckerli, ja. Das war ja eine nette Begrüßung von der Lunka. Ja. Was ist denn die für ein Hund? Man weiß es nicht genau. Also die Lunka ist ein Mischling. Wahrscheinlich ist ein Chihuahua mit drin. Die kommt aus der Slowakei. Da hat sie es nicht so schön gehabt in ihrem ersten Lebensjahr. Da war sie ein Kettenhund. Aber irgendjemand hat sie dann gerettet und dann kam sie zu mir. Und jetzt ist sie mein privater Hund und arbeitet quasi als Schulhund. Ein Kettenhund, das heißt, die war irgendwo angekettet und man hat sich gar nicht so gut um sie gekümmert. Richtig, ja, das war eigentlich gar nicht schön. Also ihre Kindheit sozusagen war richtig, richtig übel. Oh je. Wie wird man denn überhaupt Schulhund? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt jetzt momentan nicht die eine Schulhundausbildung in Deutschland. Es gibt verschiedene Hundeschulen, die bieten verschiedene Sachen an. Ja. Wichtig ist, dass der Hund die Begleithundeprüfung gemacht hat mit seinem Besitzer. Das ist quasi so eine Art Hundeführerschein, wo man die Grundkommandos lernt. Und wie lange ist die Lunka schon ein Schulhund? Gute 5 Jahre mittlerweile, also sie ist absoluter Profi. Ja, dann bin ich ja jetzt ganz neugierig. Können Sie mir mal zeigen, wie die Lunka sich so im Unterricht macht? Gerne, wir haben jetzt eine Doppelstunde Englisch. Bin mal gespannt, wie gut dein Englisch ist. Let's go. Let's go, komm Lunki. Schulhündin Lunka im Einsatz. Jeden Dienstag kommt sie mit in den Unterricht. Die Schüler und Schülerinnen der 5b freuen sich auf die besondere Englischstunde und warten schon ungeduldig auf ihre vierbeinige Mitschülerin. Ja, schau mal, wer da ist. Na, schau mal, wer da ist. Wer hat den Beutel? Na. Die erste goldene Regel für alle Schüler. Wer den Futterbeutel hat, darf mit Lunka spielen. Die anderen müssen sich zurückhalten, bis sie an der Reihe sind. Und, ihr habt alle schon auf die Lunka gewartet? Ja. Ist das immer so, wenn die hier reinkommt, dass ihr die erstmal alle begrüßt? Ja. Passiert es dann auch mal, dass es der Lunka zu viel wird, wenn alle gleich auf sie einstürzen? Manchmal, ja. Was passiert dann? Sagt dann die Frau Hösel so, jetzt ist Schluss oder wie läuft es? Meistens geht die Lunka einfach auf ihre Decke und da dürfen wir auch nicht hin, da hat sie dann ihre Ruhe. Zweite Regel, die Decke ist Lunkas Ruhezone. Okay Kiddies, fangen wir an allmählich. Für die Anna haben wir ja heute auch einen Platz in der ersten Reihe gleich. Oh. Ja klar. Da muss ich aber gut da aufpassen, sonst fällt es auf. Richtig. Okay, und für die Lunka haben wir den allerersten Platz. Alright, let's start. Good morning, everybody. Good morning, madam. Take a seat, please. Zu Beginn des Schuljahrs haben die Schüler der 5b ein paar Wochen gebraucht, bis sie sich an die Anwesenheit des Vierbeiners gewöhnt hatten. Jetzt ist Lunka ein fester Bestandteil der Klasse. Sie haben auch gelernt, Rücksicht auf die Hündin zu nehmen. Kannst du dich eigentlich gut konzentrieren, wenn die Lunka da ist, oder lenkt das auch manchmal ein bisschen ab? Also eigentlich lenkt es nicht ab, weil die ist ja eigentlich immer ganz ruhig und brav und liegt auf ihrer Decke und schlaft eigentlich auch. Und will man dann nicht zwischendrin auch mal schauen, was die so macht? Nein, eigentlich nicht. Okay.
ist ja jetzt super still. Ist es immer so ruhig, wenn die Lunker da ist? Ja, weil sonst stört es ja die Lunker und die vertragt es ja auch nicht, wenn es zu laut ist. Lunker kann im Klassenzimmer also auch entspannen. Macht die Lunker denn auch mal beim Englischunterricht mit oder schläft die ganze Zeit? Also die macht schon mit. Wir machen mit ihr auch manchmal Spiele, dass wir jetzt spielerisch auch Englisch lernen. Ah, das hört sich ja cool an. Das würde ich ja schon gern auch noch sehen. Okay, so, today's game is with letters. Bei diesem Spiel geht es darum, in einer Minute möglichst viele englische Vokabeln mit einem bestimmten Buchstaben aufzuschreiben. Frau Hösel verteilt Buchstaben am Boden. Jetzt ist Lunker gefragt. Voraus bring. Bring. Ja, super, bring. Klasse. Dankeschön. It's an A. Ich soll an die Tafel kommen. Florian ist mein Herausforderer. Puh, der scheint ein schwieriger Gegner zu sein. So, jetzt bin ich dran. Ready, steady, go! And pens down, please. Jetzt wird gezählt. Sieht ganz gut aus für mich. Ich habe immerhin 11 Wörter. Florian hat nur 8. Dafür keinen einzigen Rechtschreibfehler. Bei mir muss Frau Hösel einiges korrigieren. Alphabet ohne H am Schluss. Und April, Aspirin und Anna schreibt man groß. Bleiben nur noch 7 richtige Wörter. Die Runde geht also an Florian. Da kann auch Schulhündin Lunker nicht helfen. Aber es hat Spaß gemacht und so schnell war eine Englischstunde noch nie vorbei. In der Pause genug trinken, nicht vergessen, gell? Pause! Yeah! Darf die Lunker da mit? Ja, die muss mit, natürlich. Das ist das Schönste am ganzen Tag. Warum ist das das Schönste? Weil in der Pause nicht nur die Kinder aus meinen Klassen mit der Lunker spielen dürfen und Tricks machen, sondern Kinder aus allen Klassen. Und dann reden die miteinander und es entstehen wirklich auch Freundschaften. Ah, das ist sehr cool. Es ist ja oft unüblich, dass so große Kinder mit kleinen Kindern befreundet sind. Das heißt, die Lunker vermittelt da. Ja, sehr, weil auch die Großen, die schon lange bei der Lunker sind, können den Kleinen die Sachen zeigen und die Lunker kann echt viele Tricks. Da bin ich ja mal gespannt. Mhm. Gehen wir. Na, unbedingt. Elsa, komm, Lunker, schnell. Wenn die Schüler Tricks mit Lunker machen können, ist alles andere vergessen. Oft sogar das Pausenbrot. Was ist das Besondere an Schulhundtagen? In Pausen, da geht man dann halt immer zu Lunker hin und freut sich schon so auf die Schulhundpause. Und wir stehen halt auch immer dann alle beisammen und reden halt auch. Und ja, es ist einfach schön. Kann ich das auch mal probieren? Natürlich. Achte darauf, dass sie am rechten Fuß steht und dass du den linken Fuß vortust. Dann ist es für sie logisch. Durch. 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 Wow, gut. Oh, da bin ich jetzt aber froh, dass es bei mir auch geklappt hat. Und wie macht ihr das untereinander? Übt ihr zusammen Tricks? Ja, also es gibt Tricks, die man alleine machen kann, aber auch Tricks, die man zusammen machen kann. Zum Beispiel üben wir zurzeit das Sternchen. Auch mit? Das Sternchen ist ein anspruchsvoller Trick. Und hier ist Teamwork gefragt. Den Tunnel meistert Lunker ohne Probleme. Ja, gut. Gibt's denn eigentlich auch Kinder, die Angst haben vor der Lunker? Natürlich gibt es Kinder, die Angst vor Hunden generell haben. Aber ich finde, durch ihre handliche Größe, die sieht ja auch total süß aus, verlieren die Angst bzw. trauen sich mehr. Lunker kann High Five geben und sogar Schnürsenkel aufmachen. Also Leute, ich kann gut verstehen, dass man seine Pause mit nichts anderem mehr verbringen will, als mit Tricks mit der Lunker zu machen. Das macht echt wahnsinnig viel Spaß. Nach der Pause hat auch Lunker erstmal Pause. Ginge es nach der Schulhündin, würde sie sich am liebsten gar nicht von den Schülern und den spannenden Tricks entfernen. Aber eine kurze Gassi-Runde muss sein. Außerdem ist so ein turbulenter Schultag für die kleine Hündin anstrengend, auch wenn die Kinder Rücksicht nehmen. Jetzt hat sich die Lunker aber auch wirklich eine Pause verdient. Ja, sehr.
Kommt es denn eigentlich auch mal vor, dass die Lunka keine Lust mehr hat, weil sie einfach zu viel wird mit den ganzen Kindern? Ja, und das ist auch das Wichtige. Die Lunka wird dann irgendwann auch mal überreizt, wenn es zu viel ist. Sie macht die Tricks dann nicht mehr ganz so gern. Sie wird müde, sie hechelt auch mal und so. Und dann merkt man schon, okay, jetzt ist Zeit für eine Pause. Okay. Und diese Pause, die nutzt sie jetzt, um runterzukommen, um einfach zu relaxen, oder? Genau, ein bisschen Hund sein, ja. Und was machen wir als nächstes? Wir haben als nächstes Theaterprobe. Und nachdem die Lunka da auch eine große Rolle spielt, sollten wir schauen, dass wir da nicht zu spät kommen. Das hört sich super an. Na, auf geht's. Lunki, schnell! So, hallo miteinander. Hallo. Ja, Anna, jetzt sind wir hier mitten in der Theaterprobe gelandet. Und die Lunka spielt in einer Szene einen kleinen Höllenhundwelpen, der davongelaufen ist. Und zwei Schauspieler versuchen, sie zu fangen, schaffen es aber nicht. Und deswegen üben wir jetzt, wie die Lunka immer wieder davonläuft und so. Und wir sind aber erst ganz am Anfang. Das heißt, wir müssen das jetzt wirklich noch proben und dann zusammensetzen zu einer Choreografie. Ah, okay. Das ist also nicht Zufall, wo sich die Leute und die Lunka hinbewegen, sondern die Schauspieler und die Lunka müssen sich genau merken, wo sie hin müssen. Genau, das ist gar nicht leicht. Gut, dann schaue ich mir das Ganze doch jetzt mal an. Okay, ich sehe schon, die Lunka hat hier auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Ja. Was genau hat die denn zu tun? Wir versuchen sie hier zu schnappen, aber sie läuft zum anderen Fuß hin. Oder sie läuft zwischen unseren Beinen durch und wir versuchen sie zu schnappen und verpassen sie halt jedes Mal. Lunka, right? Damit du auch mal was probieren kannst, gebe ich noch ein bisschen Käse als Leckerli. Das mag sie echt gerne und findet sie total klasse. Gut. Damit Lunka bis zur Theateraufführung ihre Rolle drauf hat, müssen die Abläufe ganz genau geprobt werden. Auch wenn das jetzt noch ein wenig chaotisch aussieht, Lunka lernt durch viele Wiederholungen, was sie tun soll und prägt sich die Abläufe mit der Zeit ein. Klappt doch schon ganz gut. Sehr gut. Oh, das macht sie echt super, oder? Ich glaube aber, dass sie mittlerweile ganz schön müde ist, denn sie hatte echt einen anstrengenden Tag. Mein Schultag ist leider schon fast wieder vorbei. Bevor ich aber nach Hause gehe, müssen wir noch die Quizfrage auflösen. Welches Kommando muss ein Schulhund können? Antwort A, bleib, oder Antwort B, steh auf. Ihr wisst bestimmt die Lösung, oder? Antwort A, bleib. Ganz genau. Ihr zu Hause wusstet das bestimmt auch, oder? Jetzt bin ich aber gespannt, ob die Lunka auch auf das Kommando hört, wenn ich mein leckeres Pausenbrot auspacke. Was habe ich denn da dabei? Oh, lecker, lecker. Lunka, bleib. Wahnsinn, wie brav Lunka ist, oder? Dafür kriegt sie von mir die Schulnote 1. Bei so einem tollen Schulhund würde ich auch gern wieder in die Schule gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus. Tut mir leid, das ist leider nicht für dich.